zurück. Sind wir da auf dem Weg nach drüben, ne? Na, hier, das muss ich auch noch einstellen, dass man sich das ja auswählen kann, ne? Meins geht ja. Zumindest sollte es eigentlich gehen. Na, Kalkstein nicht unbedingt. Naja, da muss ich auch noch mal gucken, wie ich das einstellen kann, ne? Das geht auf alle Fälle. Geht bei anderen Spielen ja auch. Warum soll das nicht ja auch gehen? So, hier, da waren jetzt, ist jetzt schon irgendwas durchgelaufen. Hier haben wir schon was eingeladen. Oh, guck mal, 12 Eisenplatten. Juhu. So, wir wollten eigentlich einen Miner bauen, ne? Also hier. Den kann ich noch nicht bauen, weil mir noch das Beton fehlt. Stimmt, da waren wir ja extra sammeln, bevor wir dann rübergelaufen sind. Loop. Ja. Mach mal Beton. Ja, so geht's nicht. Ja, da habe ich dann hier meinen Controller. Und hier habe ich hier den Controller. Machen wir ja 107 FPS. Ja, da, alles wunderbar. Haben wir jetzt. Können wir jetzt loslegen. Ja, dürfen wir den jetzt hier bauen. Ja, den Miner. Ja, was? Nee. Halt mal an, ja. Könnte so fast, aber nur fast. Ne, es war zu viel. Ja, der lässt es halt so. Ich kann es nicht ahnen. So, dann brauchen wir wieder Förderbänder. Bub. Ja, Förderband. So, wie viel haben wir denn? 31. Reicht das bis rüber? Reicht denn das bis rüber, Kollege? Naja, das ist schon richtig. Oh, reicht sogar. Guck mal hin. Ne, das geht nicht. Was hast du jetzt gemacht? Was soll denn der Abschied? Hä? Was ist denn? Nee. Was machst denn du? Was soll jetzt von da? Nach da. Ja. So, dann läuft das. Ist das doch schon mal toll. Wir müssen zwar drüber springen, aber das ist ja egal. Ne? Wir können ja auch drunter laufen. Ne? So, irgendwie dann mal. Brauchen wir ja eigentlich nicht. Und da braucht wieder Strom. Stromski. Ne? Wie viele Strippen konnte ich da dran schließen? Wie viele Strippen haben wir überhaupt noch? 70, ja, das reicht. Also, das heißt von ihm. Also so. Na, ich denke von länger her wird es Probleme geben, oder? Ja, sieht nicht so aus, gibt es da Probleme. Und läuft. Ja? So, es reicht auch Strom aber scheinbar nicht, ne? Würde ich mal meinen. Weil ich meine, ist ja hier mal Apple mit Strom. Müssen beide laufen, ne, glaube ich. Ne, läuft. Ja, hier läuft, weil er gar nicht mehr angeschlossen ist, ne? Ich könnte mir doch eigentlich ausmachen, Kollege. Machen wir hier die Holzschnitzel da raus. Da läuft auf Standby. Hä? Naja. Oh, ja. Verballert die Blätter schneller als uns lieb ist. Warum gerade da? Jetzt hält er wenigstens an hier. Er macht was er will hier irgendwie. Dann kann ich hier
Soll ich nie? Der Schalter kaputt. Und da fördert unser erstes Erb. Ne? Guck dir mal hin hier. Herrlich. Oh, das läuft jetzt da rein. Und wird da drinnen geschluckt. Also der frisst das Zeug und spuckt es hinten wieder aus. Ne? Also hier als kleine Häufchen. So. Und der macht unsere Platten hier. Ne? Da laufen sie. Ganz schön dicke Platten, du. Meine Güte, die sind ja bestimmt Zentimeter dick. Na gut. Da kann man hochgehen, glaube ich, ne? Gab es da nicht irgendwo eine Leiter? Da konnte man nicht da hochgehen. War da nicht mal irgendwas? War das hier nicht eine Leiter? Irgendwie konnte man da mal da hochgehen, ne? Hm, na ja, gut, dann eben nicht. Da drüben konnten wir hochgehen. Zack, du. Ja. Lup. Dann kann man hier oben schön Kaffee trinken. Wenn man nicht runterfällt, so wie ich. Aber das kann man da drüben ja auch, ne? Hier kann man ja auch hoch. Ganz früher gab es das nämlich, glaube ich, gar nicht, ne? Und wenn ich hier hochgehen? Hä? Aber hier konnten wir hochgehen. Hier war doch eine Leiter dran. Hier ist er. Ah, genau. So, dann kann man hier oben nämlich Kaffee trinken. Ich weiß zwar jetzt nicht, wieso bist du jetzt hängt da hingeblieben? Weiß doch nicht, wieso man hier nicht hochkommen kann, aber ist okay. So. Scannen auf meine Runde, jawohl. Gut, das läuft alles. Schade, dass man es hier nicht sieht, wie das ein, wie das zusammendrückt, ne? Hier sieht man ja, wie die Roboter das arbeiten. Ne, ich schub nicht rum, Mann. Zack. Aber irgendwie macht er nur Schrauben, ne? Das ist irgendwie sieht das nicht aus wie Eisenplatten. Das sieht aus wie Schrauben, die er da macht. Naja, cool, okay, aber hinten vom Eisenplatten raus. Also presst er sich hier nochmal. Ein Förderband kann man mitnehmen zum Paaren hier, ne? So, und das ist dann unser Lager. Und da haben sich jetzt schon 77 Platten verirrt. So, na gut, dann haben wir das ersten Schritt schon mal erledigt hier. Hm. Und der fördert ja schneller ab, wie er schmilzt. Er schmilzt. So. Dasselbe könnten wir jetzt mit Kupferbahn machen, ne? Aber da müsste man ja ganz schön weite Strecke Strom bauen, ne? Wäre natürlich jetzt auch nicht das Problem. Spawnen die eigentlich wieder mal wieder hier die Viecher hier. So, Eisenerz. Ich könnte ja hier Eisenerz schon mal abbauen mit zwei Minern. Ich könnte das in einen Lagercontainer stöpseln. Die könnten ja schon mal sammeln, ne, eigentlich. Bei Eisen werden wir noch mal genug brauchen. Irgendwann gibt es ja dann mal den großen Konstruktor, ne? Ja, gehen wir erst mal gucken, was wir hier, ne, als nächstes freischalten können. Mich ärgert, dass ich hier mitten im Schatten gebaut habe, ne? Da hinten überall schön Sonne und ich muss hier, ne? Entweder der fällt oder der fällt. Mann. Tja. Da oben müssen wir unbedingt einmal hin, irgendwann mal. Da hinten kommen wir, glaube ich, nicht zu dem Berg. Das ist nur verdaut, ne? Aber er hier ist auch schicki. Ja, guck mal, irgendwann gehen wir da hoch. Irgendwann mache ich dann Förderband nach oben. So, wir wollten gucken. Da hinten ist auch noch ein Schneckchen, sehe ich gerade. Da oben. Gucken wir mal den Forschungsdingsbums bauen können. So, das war hier Biomeisendingsgedöns. Also Eisenplatten brauchen wir 100. Davon haben wir schon 100. Brauchen wir 100 Rohre. 100 Röhren. So, eigentlich könnte ich Ihnen jetzt sagen, ja, ich brauche 100 Röhren, ne? Dann macht er mir eben auch die 100 Röhren, ja. Einstellung kopieren, Einstellung einfügen, wie jetzt.
Das ist jetzt neu hier oder was? Nee, ich wollte jetzt die Einstellung nicht kopieren. Okay, hier Produktion, da wollte ich doch hin. Na, was ist denn? Achso, muss ich anhalten noch schon was? Ja, es passiert, das ist schon richtig. Ach, hier ist Rezept fehlen. Produktion machen wir doch die ganze Zeit, Mann. Hier, Stang. Jo, jetzt, zack, kannst du weitermachen. Genau. Ja. Produktion haben wir die ganze Zeit hier. Laufen jetzt die ersten Stangen durch. Ja. Na, es dauert aber ewig, die Stangen fertig sind. Ne? Die 100 Platten hätten wir schon mal. Das ist jetzt nicht das Problem. Stangen ist jetzt das Problem. Ich glaube, da bin ich schneller, wenn ich die kurzzeitig mal. Na, haben wir noch Eisen? Hätten wir theoretisch noch Eisen? Kupfer? Eisen, da haben wir noch ein bisschen. Dann sehe ich mir so aus dem Förderband geklaut. Das geht nämlich auch hier. Ich kann mich hier hinstellen und kann hier. Zack. Zeug vom Förderband klauen. Ne? Meins, 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 meins. Zack, da haben wir auch schon mal eine Lücke drin. Die auch schon wird wieder gefüllt. Na, gut. So. Wir brauchen noch Schmoppern. Stangen sind wir irgendwie schneller, glaube ich, gleich. Ein paar 100 Stangen, ne, waren es. Anlehnen hier. So. Kann es auch wegmachen. Ja, dann produziert er trotzdem weiter. Komm, machen wir schon mal hier die 50 Stangen. Da können wir nämlich Biokram herstellen. 50 haben wir schon mal. So, jetzt gucken wir mal, was er drüben noch hergestellt hat. Auf jeden Fall keine 50. Aber 25, 26. Meins. Meins. Meine. Na, wenn der Controller hat eine kleine Macke schon, ne? Also der ist nicht mehr so. Meins. Da stehe ich ja morgen noch hier, ne? Das kann man nicht machen. Dann machen wir die schnell noch hier drüben. Ich meine, die kann man ja dann noch tunen, ne? Na, das geht dann zack, 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 zack. Geht das dann. Kann man ja noch die komische. Irgendwas kann man da noch einbauen, ne? Waren das nicht die Schnecken, die man dann einbauen konnte? Na, oh, noch 7 Stück fehlen. Ich glaub. So. Machen wir mal hier. Gucken was wir hier. Also einmal so. Dann so. Wieso hast du die eigentlich so komisch hingelegt? So. Und 50 Betonsäcke brauchen wir noch. Betonsäcke konnte ich mir gerade mal Kalkstein. Was ist hier los? Strom alle oder was? Strom ist alle, verdammt. Ja, läuft und läuft und läuft. Ich verstehe das nicht hier. Was ist mit dich? Wieso läufst denn du? Du hast. Sag ich nicht zu. Ja. Nimm mal hier die Blätterchen. Erstmal. Ja. Ja, die können wir öfters mal gebrauchen. Kalkstein. Hier tut jetzt auch nochmal Eisen, sehe ich richtig. So, jetzt auch. Wo ist jetzt?
Huch. Wir müssen das so abschließen und dann geht's morgen weiter. Dubdi-dubdi, flubidi-dub. Wupp, wupp. Na, flackert schon da. So, ja, er muss immer anhalten. Ne? Der ist schneller als wie da gebaut wird. Ne? Müsste der Schmelzofen schneller gehen. Wenn der Schmelzofen schneller geht, dann müsste aber auch. Na, steht jetzt eigentlich nur 10 Dinger damit. Das ist nicht dein Ernst. Hm. War zu wenig jetzt, ne? Hm. Viel zu wenig. Ein bisschen länger da stehen bleiben. Natürlich, wenn der schneller geht, dann stockt das da hinten wieder, weil. Weiß ich nicht, kann ich jetzt hier den Schnecken kann ich nicht nein machen, ne? Irgendwo konntest du die doch dann nein bewirken, die Schneckchen hier, ne? Hier war dann irgendwo so ein Feld, wo du sie reinlegen konntest, wenn ich mich noch recht erinnere. Aber das kommt auch schon mit der Forschung, glaube ich, ne? Wir brauchen Kalkstein. Nach wie vor. Er macht schon seine Arbeit hier. Ein riesen Elektromotor da drauf geflanscht, Junge. Der muss jetzt immer warten, ne? Der muss jetzt immer warten, bis vorne der nachzieht. Eigentlich könnte ich mir hier auch rein nochmal so ein Betonding hinmachen, ne? Von der Sache her. Ein Mahner hier hingesetzt. Konstruktor. Der da eben nur Beton herstellt. Und ein Dauercontainer, ne? Da muss man immer Beton haben, wenn man es braucht. Aber das machen wir dann also in der nächsten Folge, ne? Überlegt mir, ob wir das so machen. Eigentlich wäre es ja sinnvoll, ne? Oder brauchen wir ja bald Kohlekraftwerke oder irgendwas. Wir werden unsere kleinen hier vorne nicht mehr reichen. Aber das haben wir ja auch, stimmt, den Biomassengenerator, ne? Haben wir ja dann. Das war ein Glühwürmchen. Hier ist auch so ein Glühwürmchen. Das ist wie so ein Zündding Knopf. Hol ich jetzt den Knaller zünden? So. Da willst du mich jetzt verarschen? Hm. Blub. So, Hammer. Jetzt fehlen uns noch 7 Röhrchen. Und die wird er ja derweil hergestellt haben. So einen Teil haben wir ja noch nicht, ja? So einen. Na, sag schon. Förderbandteiler hier, ne? Der dann sagt, ja, das geht in den Konstruktor und das geht in den Konstruktor. Dann kannst du da Eisenplatten herstellen. Das geht in den Konstruktor, das da rein, weil der macht die Eisenplatten, der andere macht die Röhrchen. Sowas bräuchten wir noch. Haben wir da was nicht gekriegt? Nee, nur aufs Förderband. Okay. So ein Abzwack-Dings, ne? So ein Teiler. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, hier. So, jetzt haben wir. Jetzt fertig. Blum. So, was ist jetzt? Congratulations. You have unlocked building space elevator. Building biomass burner. Part biomass. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Ey! Ich bin fast doch abgefackelt, Junge. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Lass dich mal angucken, Herr Hübner.
Future developments should be aimed at constructing the space elevator and as such initiating project assembly. Good luck. Ups, da kommen wir nicht hoch, oder? Da kommen wir nicht hoch. Okay, aber auf jeden Fall ist das so ein Ding, was da abgestockt war, was wir das letzte Mal besucht hatten, ne? Das war doch so ein Ding. Okay, so. Was gibt's als nächstes? Kann man eigentlich das Fahrzeug freischalten, oder was? Ne, hier ist Forschung. Karte, hier ist doch die Karte. Haben wir nochmal 300 Schrauben und den Inventarplatz und einen Ausrüstungsplatz haben wir. Und hier ist es, genau. Forschungsdings, Gedöns. Objekt gerne. Naja. Wie ist das da so? Elektrostab oder was? Wird momentan nur als. Was? Nur ein. Ach. Wird momentan nur als Zutat in einem. Ach so, alternativen Rezept benutzt. Ach so. Nee, 25 Slot-Container. Hier hatten wir, ist er der Rahmenteil, hier ist der Splitter, hier ist er doch, den meine ich doch, ein Splitter. Na gut, Leute, machen wir halt in der nächsten Folge. Oh, der Ball ist da, okay. Ja, okay, 4 Meter Wand. Was ist in Stufe 2? Noch mehr. Ach, Beobachtungsturm, den brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Teilemonter, hier der Fabrikator, Kupferblech, hier ist der Rotor. Intelligente Beleuchtung. Nein, intelligente Beschichtung. Ja, Kettensäge, Feststoff, Treibstoff. Okay, okay, okay. Da haben wir ja noch einiges vor uns, würde ich mal meinen. Was haben wir hier? Ach, Upgrade. Körperdrohne. Ist doch Shop. Ja, den Shop kenne ich auch. Und hier das Ding, wo du es zerschreddern kannst, ne? Um den Magen zu kriegen, ja, ne? Juhu. Und hier schön neue Förderbänder. Okay, okay, okay. Na, da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Also. Als nächstes werde ich auch schon mal das Förderungsdings machen. Ja, ne? Förderpoint. Ach, hier Sprungdings. Sprungflächen brauchen wir nicht. Hier würde ich auch schon mal machen wollen, weil. Wegen den Splitter, ne? Ein Fusionator ist der Zusammenfüger, ne? Wenn du zwei verschiedene. Produkte hast, was weiß ich, eine Seite hast du Stangen, andere Seite hast du Platten, schmeißt du in den Fusionator, dann macht der einmal so, ne? Klug. Und dann kannst du dann alles hier mit dem Fabrikator, mit dem ganz neuen, also nicht mit dem kleinen hier, kannst du dann verschiedene Produkte in den einfließen lassen, ne? So war das doch. Irgendwie so. Na gut, alles klar. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Na? Tschüss.